Hallo und willkommen zurück zu The Last Case of Benedict Fox. Wir fangen heute mit etwas nicht ganz so Spannendem an, denn ich werde sehr viel backtracken müssen, weil wir haben hier noch was zu erkunden, da noch was zu erkunden und ich bin mir sicher, ich finde noch ganz viele andere Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Da ist noch eine Kogai-Tür zum Beispiel, da ist noch ein Zahlenschloss oder noch ein dechiffriert Zahlenschloss. Wir haben was zu tun. Ihr kennt das Prozedere, ich gehe da hin, Karte da rein und dann sehen wir, was hinter der Tür ist. Bis gleich. Okay, hinter Tür Nummer 1 verbirgt sich. Also erstmal das wüste Ding und dann natürlich noch. Oh mein Gott, die gleiche Scheiße groß. Okay, ich habe es einmal gehauen und es ist gestorben. Ich muss mächtiger sein, als ich gedacht habe. Tint in Sicherheit bringen, Gegenstände auffüllen. Das ist also einfach nur... Aha! Erinnerung durchleben. Ich wusste, hier muss noch was sein. He felt wronged and mistreated, yet still somehow guilty. Er schmeißt die Seiten in den Kamin. Aber das wissen wir schon. You look so angry, so helpless. With no one by his side. Where to direct his anger, Benedict. Mir kommt gerade eine Idee, die ich jetzt plottechnisch nicht äußern möchte, weil ich Angst habe, also die ist so wahrscheinlich, dass ich Angst habe zu spoilern. Weil es kam mir gerade so als Plot-Twist relevanter Sache, wäre eigentlich ziemlich smart, aber mehr sage ich dazu nicht. Interagieren. Another one. Oh, endlich. Wir haben legit seit Anfang des Spiels, seit Folge 3 oder so, suchen wir die zweite Seite. Die zweite Seite der Ritualbeschreibung. Sie ist auf unerklärliche Weise erhalten geblieben. Ich weiß, dass ich kein Riesenglückspilz bin und glaube nicht an göttliches Eingreifen. Aber diese Seite ist nun in meiner Hand. Eine noch, dann sind wir frei. Dann können wir uns, glaube ich, von dem Dämon trennen. Now, how do we translate them? Might have to ask our new acquaintances. Kann mich gar nicht erinnern, die andere Seite gefunden zu haben, aber gut. Benedict wird's ja wohl wissen, ist sein Inventar. Ich könnte jetzt eigentlich auch direkt zurückgehen, aber ich glaube, ich will ehrlich gesagt, wenn ich schon gerade dabei bin, würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen erkündern, nicht wahr? Das kann ich jetzt auch ganz schnell machen, ich kann einfach... Kann einfach darüber porten und dann nach rechts zur Tür gehen. Das ist meine Art zu dämmen. Ich habe nur eine Hand gerade, deswegen. Okay. So. Meine Haare. Alles juckt. Ich habe Flöhe hier im Zimmer. Das ist ja meine größte Furcht, dass unsere Katzen wieder Flöhe bekommen, weil ganz am Anfang hatten die zwei Schmuses, die wir bekommen haben, hatten die Flöhe. Und das wurde uns natürlich verheimlicht und es war nicht einfach, das aus denen rauszubekommen und vor allem aus der Wohnung wieder rauszubekommen. Ich war zu langsam, Oma. Komm her! Okay, jetzt schneller. Ich kann das nicht sehen. Hat keinen Kontrast, ich kann es legit nicht erkennen. Okay. Da hätte man nochmal ein bisschen mit Kontrast arbeiten müssen, aber na gut. Was weiß ich schon. Okay, hier ist auf jeden Fall noch guten. Ein komplett neuer Bereich. Ich werde nicht mehr. Neuer Bereich der Karte hinzufügt. Hier kann man rauf und runter rutschen. Naja, gut, runterrutschen. Aber wie hätte ich denn da hinkommen sollen? Ja, warte mal. Komm da nicht hoch. Achso, vielleicht von unten dann nach oben. Ah, okay, Moment. Ah, Gott, der Tod! Ah, hier ist legit der Tod. Meine Theorie ist jetzt halt, dass man nach da unten muss und dann nach links und dann nach oben und dann nach rechts. Und dann wieder zurückkommt. Wenn ich da jetzt reingehe, werde ich wahrscheinlich sterben, nicht wahr? Ich komme halt einfach nicht mehr zurück. Man kommt halt nicht mehr nach oben. Okay. Muss ich gegenpotten. Was sagt die Map? Die Map sagt, es ist sackdunkel. Oh Gott, das ist nicht schlau, was ich hier mache. Ich port mich wieder raus. Großer Kopf, gleich großes Gehirn. Da müssen wir uns nochmal umsehen, wenn wir irgendwie das Licht
Nein, nicht das Licht wegmachen können, sondern die Dunkelheit wegmachen können. Kalter Kaffee von heute Morgen, direkt nach der Arbeit. Komm her! Ecker, schieß dich! Komm her, du Sau! Wie schießt man? Ach so. Oh mein Gott! Gut zugegeben, ich habe auch gefragt, wie man schießt, nicht wie man trifft. War mein Fehler. Wie komme ich denn? Ach ja! Huch! Sind die Animationen von dem Spring verbessert oder bilde ich mir das ein? Ist das Wunschdenken oder war das schon immer so? Ich weiß es nicht. Nichts ich wissen tun. Nur wissen, dass ich hier rauf muss, ja. Das ist zu hoch. Aber hier ist auch nichts. Achso, doch, hier. Haben wir nicht die andere Seite hier? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben wir hier gefunden. Oh! Da ist eine Lücke! Das ist aber eine Lücke. Ich kann mich nicht genau entsinnen, wo wir lang müssen. Oder lang können. Ich versuche eigentlich nur zu der Tür dazu kommen, damit wir wieder dechiffrieren können, damit ich wieder vorne in den Monitor reinkriechen kann, bei dem ich nichts erkenne. Okay, da ist auf jeden Fall mal mindestens... Ach, da oben ist... Boah, ist da dunkel. Was? Okay, bei euch... Also ich sehe jetzt auf meinem zweiten Monitor, da ist es nicht so dunkel. Ich glaube, mein Monitor hier vorne ist einfach zu dunkel eingestellt. Zu kontrastig. Okay. Das ist... Moment, ich muss mal... Wo ist denn mein Duden? Moment. Okay, da sieht man zwar meine Müllhalde hinter mir, aber ist nicht so schlimm. Okay, das erste ist 2000. Was hier? Nee, das ist nicht das Richtige. Da muss ich hier unten rein. 2000, dann... Ist it... Wait, what? Ach so, ich bin blind. Dann ist es 400. So, 2400. 40. Und das ist eine 8. Okay. Sieht jetzt so aus? Könnte richtig sein. Jo. Okay, den Rest kann ich erkennen. Oh nein, mein Müll! Das ist mein Müll! Finger weg von meinem Müll! Ich raste richtig aus! Ich werde richtig attraktiv! Attraktiv! Ich muss gar nicht dechiffrieren, ich muss einfach nur die Dinger eingeben, ne? Ich bin auch ein Idiot. La-di-da-di-da-da-da-da-da-da. Ich gebe das ein! Doch kann das richtig sein? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Jawohl. Das passt. Ich kann nichts mehr auf dem Ding erkennen. Es ist für absolut überbelichtet. Genauso wie ich. Oh, mein Name ist Rob. Oh. Na, na? Anspielung. Nice. Warte, was? Falsch? Ach so. Ah, jetzt. Okay. Nee. Das passt immer noch nicht. Ich kann nicht sehen, wo ich bin. Jetzt könnte es passen. Nee. Warum nicht? Nee, mal im Ernst, warum nicht? Es müsste aber passen. Oh? Warum ist es nicht korrekt? Übersehe ich eins? Ha. Huh. Ist es vielleicht einfach das hier? Hä? Aber ich hab's doch richtig. Auf dem anderen Monitor gucken, da ist es ein bisschen besser zu erkennen. Passt doch. Also. Oder nicht? Oder soll das ein einfacher Strich sein? Aber da wäre ja nicht beides beleuchtet. Ich probiere mal einen einfachen Strich.
Nope. Ich glaube, es hapert am ersten. Am ersten Zeichen. Gehen wir mal durch. Irgendwann muss ja richtig sein, ne? Gesetz der großen Zahlen. Es gibt nur 10.000 Kombinationsmöglichkeiten. Könnte ein Stück dauern. Gebt mir eine Minute. Es funktioniert nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Bin ich blöd? Die Zahlen sind falsch rum beim unteren. Ich muss das spiegeln. Ich werde nicht mehr. Dann das da. Und... Das war cool. Das hat man nur an den Zahlen erkannt. Aua. Das war cool. Das hat mir sehr gefallen. Das war schön. Schönes Rätsel. So, hier ist wieder überall Schlacke. Oh Gott, ich dachte schon, ich falle zwischen die Gitterstäbe da. Bang, in die Fresse. Ja, kommt doch hoch, ihr Lappen. Ja, könnt ihr nicht, ne? Weil ihr seid, Idioten. Prototyp in der Rattenmaske. Reminds me of the time that I damaged my mask during training. When we discovered our gift. We were so young and innocent, Benedict. Yeah. It's a shame the rest of the world thought otherwise. Boah, ey, was ein Zinken. Kann man da rein? Ich meine, ich mag ja Pestdoktoren und so. Ich mag das immer nicht, wenn die komplett aus Leder sind. Ich finde das immer... Dann sieht es nur noch nach Fetischwear aus. Aber so an sich, so Pestdoktormasken so in RPGs und so, ist schon nice. Diese bizarre alte Maske scheint den archaischen Masken nachempfunden zu sein. Die Seuchenärzte trugen, als die Beulenpest wütete. Als er von einer geheimnisvollen, neu gegründeten Organisation gebeten wurde, ein Gerät zu konstruieren, das einem Menschen selbst in den unwirtlichsten Gegenden der Erde und jenseitiger Welten das Überleben sichern würde, besann sich mein Vater auf diese Masken. Haben wir davon nicht schon mal eingefunden? Ach so, nee, warte mal. Wir hatten eine kaputte gefunden, gell? Haben so viel gefunden. Verzeihung. Ey, wir haben so viel gefunden, ne? Ah, hier! Rattenmaske. Ah, das haben wir gefunden. Vielleicht kann ich ja mit der, wenn ich die zum Waffenschmied bringe, vielleicht kann ich damit ja dann in der Dunkelheit umherirren. Das ist auf jeden Fall eine Option und eine Möglichkeit und ein Versuch wert. Was ist das denn? Ach, da muss ich durch die Wände gehen können. Das kann ich noch gar nicht. Kann ich auch nicht skillen. Brauche ich also auch Ausrüstung für. Das heißt, wir sind hier, glaube ich, jetzt größtenteils fertig. Also mal abgesehen, dass da noch was ist. Das ist eine Kogai-Tür, ne? Glaube ich. Danke, NSC-Türen. Da war er noch nicht. Da kann ich aber hin. Ja, da gehen wir mal hin. Keine Ahnung, ob da was ist, was irgendwie nützlich ist, aber wir schauen mal. Ach ja, das war ja das, wo sich alles dreht. Ja, das ist das Problem. Es dreht sich ja alles. Aber hat sich jetzt anders gedreht als das letzte Mal? Oh Gott! Dreht sich das einfach noch eine Zeit? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hier oben war ich auf jeden Fall noch nicht. Ah. So, das dreht sich aber noch eine Zeit. Weißt du? Wenn ich jetzt hier drüben stehe, dann müsste ich ja safe sein. Aha. Ich glaube, ich liege richtig. Ach so. Und ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre einfach eine feste Richtung, in die man fällt und muss das umstellen. Oh, warum? Es gibt Fall Damage?
Aha. Ja. Man kann alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Ah ja, genau, das ist mir das letzte Mal passiert und dann kam ich nicht raus. Ah, so, und ich bin dann einfach direkt rausgegangen. Ich Narr. Geh bitte auf. Es geht nicht auf. Es ging nicht auf. Vielleicht hätte ich nicht da stehen dürfen, vielleicht hätte ich woanders stehen müssen. Hm. Wir drehen aber mal noch eine Runde. Was passiert? Jetzt müsste ich ja wieder raussteigen können, genau. Das will ich ja gar nicht. Das heißt, ich will das so machen, dass ich hier mitlaufe, aber dann an der richtigen Ecke stehe, damit ich am richtigen Tor auch raus kann. Also ich will mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen und der Ritz rüber, damit ich jetzt hier ins Loch rein kann. Ah, dammit. Das war knapp. Okay. Oh. Gut, gehen wir halt hier ins Loch. Hey, das ist wieder cool. Das ist wieder cool gewesen. Schön. Jetzt haben wir ein Gebiet gefunden, wo wir noch gar nicht waren. Weil ich nicht schlau genug war, das zu erreichen. Ich bin Benedict Fox. Ich werde diesen Fall lösen. Koste es mich meinen Verstand. What the fuck? Misty. Boah, pass auf, dich knack ich, Alter. Dich knack ich. Ja, du bist ganz schön knackig. Weil ich dich knacke. Oh Gott. Bam, in die Fresse. Hey. Okay, jetzt bin ich aber wieder hier, ne? Ja, hier war ich schon. Das ist ja ernüchternd. Aber es ist ein Shortcut. I guess. Sonst ist hier nichts. Na gut. Hoppel ich halt wieder zurück. Traurig und entmutigt, aber hoppelnd. Wie ein sehr niedlicher Hase. Oh Gott! Ja, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Es ist ja das richtige Tor gewesen. Einmal um 90 Grad. Und dann jetzt nochmal um 90 Grad. Mal gucken, wo ich rauskomme. Kann ich jetzt nicht! Wupp. Und jetzt müsst ihr offen sein. Haha! Ein Astralglobus. Viele haben versucht, den Limbus zu vermessen, ihn zu kartieren und Verbindungen einzuzeichnen. Doch all diese Mühen waren vergebens, weil die Menschen zu große Angst haben, sich in ihm zu verlieren. Und genau das geschieht auch. Der Limbus löst die Menschen auf zu einem einzigen Nichts, lässt sie durch die Risse hinabsickern an einen Ort voller Grauen, wo ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich zu verlieren. Ach, es ist heimisch, ist das schön. Fühle mich gleich viel besser. Ja, genau. Das ewige Nichts, die unendliche Weiten der Verwirrung und der Trauer. Ist doch ein Traum. Genau so hab ich's gern. Gehen wir mal da hoch. Da ist bestimmt sicher. Okay. Bin auf dem Weg nur einmal gestorben. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Das war keine schwere Tür. Also das ist wahrscheinlich eine Plottür. Hallo. Wow, das sieht ja aus wie Blighttown hier schon wieder. Oder wie dieser eine Sumpf in Salted Sanctuary. Das war ein Gebiet. Oh Gott, der Tod, der Tod, der Tod, der Tod, der Tod macht mich tot. Wir haben uns noch nie von den Dingern catchen lassen, ne? Das sollte ich vielleicht auch machen. Also, wir machen jetzt mal hier. Oh Gott! Oh Gott, Goofy! Goofy! Run, Goofy! So, wir lassen uns jetzt mal von den Eldritch Horrors schnappen. Guck mal, die sind gar nicht so schlimm, die sind nur gruselig. Oh Gott, okay, die sind doch schlimm. Die sind doch schlimm, so kann man sich irren. Ich dachte, das wären Freunde, kein Futter, aber nö. Dann halt nicht. Mach das mal auf hier, mal gucken, wo wir rauskommen. Wo ist das Ding? Keine Ahnung, aber ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich glaube, dann gehen wir jetzt erstmal hier das Zeug an. Und dann gehen wir da rein. Hallo? Ach, yes! Die Unsichtbaren sind mir die Liebste. Da sehe ich nicht, was mich ermorden will. Ich muss also nach unten einfach. Dann könnte ich einfach runterfallen, aber vielleicht übersehe ich dann. Item! Das sieht doch so lebhaft aus mit diesen roten Terrorpflanzen. Da. Au! Oh Gott! Ich kann mich schon wieder nicht heilen. Ich kann mich immer noch nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Jetzt kann ich mich heilen.
Hab ich nicht so einen Dodge-Attack? Ah ja, stimmt, da ist er. Kristallisiertes Blut. Wer es in die Hand nimmt, verspürt eine unerklärliche Furcht und wird von Unbehagen ergriffen. Die Kristallisation scheint nicht auf natürliche Weise zustande gekommen, sondern mittels dunkler Praktiken herbeigeführt worden zu sein. Vermutlich handelt es sich um ein Destillat unbekannter Herkunft, das durch den Schleier unserer Wirklichkeit gefiltert wurde und anschließend in einem bewegungslosen Schlaf erstarrt ist. Bei der Frage nach der Herkunft des Blutes stellen sich einem unweigerlich die Nackenhaare auf. Einige Vorstellungen zufolge handelt es sich um ein Gefäß, das eine körperlose Seele aufnehmen kann. Die Seele kann darin ruhen und lässt sich auf diese Weise transportieren. Ach so, ja, okay. Dringe tiefer in das unvollendete Opus Magnum deines Vaters ein. Okay, ja, ich hätte mal googeln sollen, was Opus Magnum eigentlich ist. Sind das die letzten Gedanken? Oh Gott, sagen, das greift doch bestimmt nach oben auch an. Ich kann es trotzdem ziemlich leicht bädeln. Ziemlich gut bädeln. Ja, ich meine, dass unser Vater jetzt nicht unbedingt der hellste war. He's calling a private investigator, isn't he? He is consumed by suspicion. The trust he once had is deteriorating. He is looking for answers. Er sucht nach Antworten, aber auf welche Frage? Vielleicht sucht er ja uns. Okay, da unten ist eine Tür, die man einfach aufsperren kann. Dann würde ich das doch einfach mal direkt... Ach so. Die man wirklich einfach direkt aufsperren kann. Da kann ich... Also wir kriegen auf jeden Fall noch eine Fähigkeit, mit der man durch diese Plörre durch kann. Weil es gibt ja definitiv... Also es ist ja erstmal das Icon auf der Karte und zweitens... Das ist ja auch einfach mal Fakt, dass wir... Oh Gott, warte. Taschenlampe. Dass wir viele Wege haben, die durch die Plörre führen. Aber wir kommen nicht durch. Ein Hoffnungsschimmer in der Finsternis. Ein kleines Elektrogerät, das die Dunkelheit vertreibt. Ich brauche keine Erklärung, was eine Taschenlampe ist, Mann. Aber vielleicht kann man damit die Dunkelheit vertreiben, die sich in Tentakelform überall manifestiert, wo ich lang möchte. Hoffe ich. Und vielleicht die Pestdoktor-Maske dafür was anderes. Vielleicht kann ich mir doch einfach auf die Glock kleben. Ich wünschte, ich könnte da durch. Au, so war es nicht gemeint. Au. Warum hat er eigentlich gerade die Erde gebetet? Ich gehe nicht zu dem gruseligen Klavier. Easy. Wie gesagt, Dead Rising hat mich einiges gelehrt. Allerdings nicht... Oh Gott. Oh ja. Oh ja. Okay. Bang. Was genug? Das war genug. Kapitulationserklärung. Oh. Dieses Dokument beurkundet einen finsteren Pakt, den die Mitglieder des ersten Zirkels mit dem Ordo ihrer Dei geschlossen haben. Es kommt einer verheerenden Niederlage gleich und wurde mit dem Blut derjenigen unterzeichnet, die geschworen haben, sich dem Willen des Ordens zu beugen. Mit diesem Akt zerbrach der Zirkel. Um die Mitglieder des ersten Zirkels im Auge zu behalten, gründete der Orden die Organisation. Sie besteht ausschließlich aus Menschen, die durch die Experimente und Rituale des Zirkels zu Weisen geworden sind. Sie sind die perfekten Soldaten für den Kampf gegen den Zirkel. In ihren Herzen lodert der Hass und ihr Geist kennt nur ein Ziel. Rache. Moment, ich muss das nochmal lesen. Um die Mitglieder des ersten Zirkels im Auge zu behalten, gründete der Orden die Organisation. Sie besteht ausschließlich aus Menschen, die durch die Experimente und Rituale des Zirkels zu Weisen geworden sind. Okay, und der Orden der Organisation, das sind die Leute, die hinter uns her sind. Oder? Der Zirkel sind die Leute, die auch wie unser Vater an diesen Ritualen gearbeitet haben. Okay, ja, das macht Sinn. Denke ich. Ich kann das aber jetzt nicht nochmal lesen. Ich kann auch das Bild nicht genau ansehen. Wenn ich es noch so viel in die Kamera halte. Okay. Wieder mehr Lore, aber nichts, womit ich irgendwie weiterkomme. Ich habe das Gefühl, mich fängt gleich ein Boss für ein Schachspiel.
Gibt's hier Schachrätsel? Schachspiel. Okay. Ich kann nur die zwei auswählen? Nee. Eins, ein Bauer, noch ein Bauer und ein Springer. Ich bin verwirrt. Ach, da sind, guck mal, da rechts sind wieder so Punkte. Ich glaube, damit kann ich noch nichts anfangen, weil ich diese Punkte ja... Also da sind ja so Punkte über dem Zeichen drüber. Ich habe halt noch... Ach so! Ach so, ich muss die verschiedenen Steine auf die verschiedenen Punkte setzen. Okay, Moment, das sind ja Buchstaben. Moment. Moment. Ich gucke, ich lese. Ich versuch's zumindest. Hahaha. Das eine, also das erste ist, glaube ich, H. Das andere muss ja eine Zahl eigentlich sein, ne? H. 2. Auf H. 4. H2 auf H4. Okay, ja. Aber dann lasse ich mich ja schlagen. Gut. Figur auswählen. Auf H4. Zack. Ah, und jetzt kommen die nächsten. Und dann muss ich... D1 auf H5. D1 auf H5. Das wäre ja der Bauer. Ah ne, D1 ist hinten, sorry. Dann ist es... Aha. Auf H5. Ja, das muss hier hinten sein. Ah! Aber da war doch die Dame. Moment, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Moment. Halt, stopp. Bin ich jetzt blöd? Ach, ich kann aber meine eigene Videodatei nicht aufrufen, während ich wieder auf die Datei aufnehme. Okay, wir müssen hier jetzt ganz dringend einen Break machen, damit wir uns das angucken können in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Irgendwas passt da nicht, weil meine... Moment. Moment. Ihr könnt jetzt nochmal zurückspulen. Ich kann das gerade nicht. Wir haben jetzt die Dame bewegt, weil nur die Dame kann so weit schräg und seitlich laufen, ja? Aber wenn wir die Dame einfach nur schräg von ihrer Startposition aus bewegen... Moment, ich halte den Stift mal so rum, dann sieht man wenigstens was. Dann, zack. Also schräg, ne? Ja? Dann würde sie ja der Dame wieder gegenüberstehen. Oder nicht? Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal nachgucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Rätsel lösen wir das nächste Mal. Ciao!